Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Woche. Und wir haben am Wochenende eine sehr, sehr schöne Zeit verbracht. Wir haben sehr, sehr viel leckeres Essen gegessen. Ich kann euch mal ein paar Sachen einblenden. Unter anderem Jamie Olivers Sexiest Salad nennt er ihn. Easiest and Sexiest Salad. Super, super lecker. Da habe ich letztes Jahr das erste Mal probiert. Mein Freund macht den wohl schon seit Jahren. Und der besteht aus Pfirsichen, Nektarinen, wenn man mag auch Aprikosen und Mozzarella, Prosciutto, Basilikum und dann kommt so ein Zitronendressing obendrauf. Fantastisch. Also wirklich richtig lecker. Ist am Anfang ein bisschen speziell, weil der Basilikum, weil halt so viel Basilikum drin ist, dass fast ein bisschen nach Parfüm schmeckt. Aber es ist einfach sehr, sehr, sehr lecker. Und ja, dann haben wir noch Pavlova gegessen. Das haben wir jetzt in letzter Zeit ja oft gemacht. Dieses mit Meringue, also Baiser unten drin. Und dann kommt Lemon Curd drauf und eine Mascarpone-Sahne-Mischung und dann eben verschiedene Beeren. Oder auch Maracuja, das machen wir auch meistens. Und dann, da wollten auch ganz viele das Rezept für haben. Vielleicht machen wir das diese Woche. Ich glaube nicht, dass wir es diese Woche noch machen, weil wir es jetzt so oft hatten. Aber wenn wir es nächste Mal machen, dann kann ich euch gerne beim Rezept mitnehmen. Mein Freund macht die nämlich immer, das ist sein Spezialgebiet. Und ja, und wir hatten auch wieder das Hähnchen, was wir jetzt in letzter Zeit immer machen. Dieses asiatische Hähnchen mit Maiskolben und asiatischem Gurkensalat. Jetzt startet eine neue Woche. Ich habe diese Woche meine letzte Arbeitswoche. Ich hoffe, es wird relativ entspannt, damit ich so ein bisschen runterfahren kann, quasi schon mal vor dem Urlaub. Und ja, ich will auch noch ein bisschen was an meinem Training machen, beziehungsweise noch 1 oder 2 Kilo verlieren. Schaue ich mal, wie das Ganze jetzt läuft. Wir haben auch diese Woche relativ viel geplant mit Freunden wieder. Von daher mal schauen, wie das Ganze so klappt. Und ich mache mir jetzt gleich Frühstück. Ich habe gerade schon einen Tee getrunken, aber sonst noch nicht. Und zwar werde ich mir wieder Porridge machen. Unser Kühlschrank ist gerne leer. Ja, so gerne leer nicht. Aber wir haben halt irgendwie nichts, was man jetzt so fürs Frühstück verwenden könnte. Das muss ich jetzt mal genauer anschauen. Vielleicht kaufe ich mir eine Banane auf dem Weg zur Arbeit. Und dann würde ich sagen, mache ich jetzt mein Frühstück und mache mich dann auf den Weg zur Arbeit. So, das ist mein Frühstück bislang. Porridge, ein paar gehackte Mandeln und Haselnussmus. Und ich glaube, ich werde mir echt auf dem Weg eine Banane holen oder so, weil so ist es ein bisschen was Fruchtiges und Süßes da drin. So, ich mache mich auf den Weg mit meinem Müsli und dann, ja, werde ich mir zur Mittagspause irgendwas besorgen. Und das werde ich euch auf jeden Fall aber auch zeigen. Und jetzt mache ich mich auf den Weg. Bis dann. So, ich bin zurück von der Arbeit. Inzwischen ist es mega heiß. Ich bin hier in meinem Mantel unterwegs. Ja, ich habe auf der Arbeit einen Salat gegessen. Den habe ich schon öfters mal gegessen. Den gibt es nämlich hier in einem der größten Supermärkte in Dänemark schon seit Jahren. Und zwar ist es einfach Salat, Pasta, Scampi und dann dazu Sesam und so ein asiatisches Dressing. Und der ist einfach sehr, sehr lecker und relativ leicht. Und dann gab es auch noch Eis, weil eine unserer Kolleginnen Geburtstag hatte gestern. Er hat sie für alle Ben & Jerry's mitgebracht. Und ja, jetzt habe ich schon wieder Hunger. Ich schaue jetzt gleich mal, was wir essen könnten, mein Freund und ich. Worauf er so Lust hätte. Ich könnte mir auch vorstellen, noch ein Eis zu essen. Und ich muss auf jeden Fall noch ins Fitnessstudio. Das werde ich auf jeden Fall auch noch machen. Aber ja, ich nehme euch auf alle Fälle mit. Ich mache mich jetzt auf den Weg ins Fitnessstudio. Ich habe jetzt gerade mit meinem Freund noch ein Eis gegessen im Sonnenschein und jetzt geht's zum Training. So, zurück von meinem Einkaufstrip und meinem Pakete-Einsammeltrip. Ich zeige euch mal kurz die Tüte. Sieht nämlich sehr schön gesund aus. Melone gab es, Blaubeeren, Banane und einiges für Salat. Und morgen esse ich, glaube ich, wieder mein Favorit, Melone mit Schinken. Das ist eines meiner liebsten Sachen eigentlich. So, wir haben jetzt einen ganz fixen Salat gemacht. Da drin ist Spinat, also so Babyspinat. Dann Sellerie, Frühlingszwiebel, Gurke, Radieschen. Und jetzt habe ich gerade ein paar Haselnüsse geröstet. Die kommen auch noch mit rein. Und dann haben wir ein ganzes Hähnchen gebacken im Ofen und das so zerpflückt. Es ist ein Maishähnchen. Das ist so ein bisschen saftiger als normales. Und das kommt dann oben drauf. Und ich glaube, das ist es auch schon. Ich glaube, wir machen noch ein Dressing. Einfach ein bisschen Öl, Essig, Salz und Pfeffer. Und das war's dann. Ein sehr simpler Salat. Guten Morgen, ich bin gerade dabei, Frühstück zu machen und auch schon mein Lunchpaket. Ich nehme mir nämlich mein Frühstück heute wieder mit auf die Arbeit. Das finde ich einfach so am praktischsten, weil ich eben mit dem Fahrrad fahre und ich nach dem Fahrradfahren immer wieder Hunger habe, auch wenn ich vorher schon gegessen habe. Deswegen warte ich lieber bis nach dem Fahrradfahren. Da muss ich nur einmal essen, anstelle von zweimal.
Und ich habe jetzt gerade mein Porridge gekocht. Einfach nur ein Teil Porridge, zwei Teile Wasser, ein bisschen Salz und am Schluss gebe ich meistens noch einen Schluck Milch mit rein. So, und das ist jetzt mein Lunchpaket. Hier Haferflocken mit Mandeln und Haselnussmus und dann nehme ich mir noch eine Banane mit. Und dann habe ich mir Prosciutto eingepackt und dazu eine halbe Melone. Das sieht jetzt nicht so hübsch aus alles, aber ich wollte die jetzt so verpacken, dass die auf dem Fahrrad nicht kaputt geht. Und ja, dann werde ich das essen. Dann nehme ich mir noch Blaubeeren mit und zwei Scheiben Brot. Und jetzt habe ich noch mehr Schinken eingepackt und ich denke, so werde ich gut über den Tag kommen. Weil wir nämlich heute Abend auch zum Geburtstag einer Freundin gehen und werden dann dort essen, denke ich mal. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns später wieder. So, guten Abend. Das ist einer der ersten Abende oder ein Abend seit sehr, sehr langer Zeit, wo ich im Dunkeln nochmal filme. Ja, wir sind gerade nach Hause gekommen von unseren Freunden. Unsere Freundin hatte Geburtstag und wir haben uns ja, nach der Arbeit bei ihr im Garten getroffen, haben lecker Kuchen gegessen, ein bisschen Sekt getrunken und dann noch so ein paar Snacks gegessen, Schinken, Käse, Tomaten und ein bisschen Brot und so weiter. Und das war es auch heute eigentlich an Essen. Ich habe heute Mittag mir einen super leckeren Serrano-Schinken Teller gemacht mit Melone und dazu ein bisschen Brot mit Schinken. Und ja, jetzt geht's ab ins Bett. Morgen früh haben wir früh einen Termin. Ich versuche aber morgen früh noch mein Video weiterzuschneiden. Das habe ich heute Morgen schon geschnitten und hoffe, dass ich das dann für Donnerstag fertig bekomme, dass ich das am Wochenende hochladen kann und das nächste dann nächste Woche, wenn wir im Urlaub sind quasi. Und ja, mehr gibt es auch nichts zu erzählen. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen früh wieder. Bis dann. Guten Morgen. Es ist jetzt 8:30, glaube ich, und wir machen uns jetzt auf zu einem Termin. Und dann werde ich zur Arbeit fahren. Ich werde jetzt noch ganz kurz einen Happen essen und dann, glaube ich, einfach mir von unterwegs was mitnehmen für heute Mittag. Und ja, was werdet ihr dann sehen. Und das ist jetzt mein Frühstück. Einmal Melone mit Parmaschinken und dann eine Scheibe Brot mit Roastbeef. Und hier sind auch noch ein paar Blaubeeren und eine Tasse Schwarztee. Tag. Heute Morgen waren wir bei unserem Termin, haben dann noch ganz fix ein Schokobrötchen gegessen beim Bäcker und dann bin ich zur Arbeit gefahren, habe dann erstmal nicht zu Mittag gegessen, weil es halt alles schon relativ spät war und habe dann so um 3 oder so oder 2:30 mir eine Falafel Pita mal wieder geholt, aber das ist einfach so frisch und lecker bei dem Pita-Mann, wo ich immer hingehe. Das heißt, ja, das ist halt echt eigentlich eine super Portion so zum Mittagessen. Und ja, an den Tagen, wo ich mir nichts vorbereite, ist das eigentlich eine ganz gute Alternative. Und dann habe ich noch ein paar Blaubeeren gesnackt und noch eine halbe Banane, die ich noch im Büro hatte. Und dann habe ich eben, als ich nach Hause gekommen bin, zusammen mit meinem Freund ein Omelette gegessen und ein bisschen Hähnchen und einfach ein Knäckebrot mit Aufschnitt. Und jetzt gerade habe ich mich noch mit einer Freundin getroffen, aber es ist so kalt. Mir sind komplett die Füße eingefroren. Wir haben draußen gesessen und wir haben halt irgendwie so gefühlt 15 Grad jetzt noch gerade. Ich war mit Mantel, Kaschmirpullover und ja, langer Hose und so weiter unterwegs. Es war so kalt. Ja, jetzt werde ich noch schauen, dass ich mein Video fertig schneide, weil ich noch zwei fertig machen möchte vor unserem Urlaub. Und ja, damit ich das noch hinbekomme, setze ich mich jetzt ran. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen früh. Guten Morgen, das ist jetzt unser Frühstück und zwar Mannagrün. Das haben wir ja schon lange nicht mehr gegessen. Das ist ein Weichweizen mit ein paar gefrorenen Blaubeeren, Banane, ein ganz, ganz kleines bisschen Zucker und dazu ein schwarzer Tee. Guten Morgen, guten Morgen. Es ist Zeit für mich zu gehen. Ich habe ja, gerade ein Video fertig gemacht und mache mich jetzt auf den Weg zur Arbeit. Ich habe ein kleines Lunchpaket und zwar noch so ein Rest Melone und Parmaschinken. Das packe ich mir jetzt ein und dann werde ich aber auch mir noch irgendwas besorgen, weil das ist natürlich ein bisschen wenig für Mittag. Und jetzt gerade habe ich ja auch schon Mannagrün gefrühstückt. Ja, und da ich gestern so gefroren habe, wollte ich jetzt eigentlich ein bisschen längere Sachen anziehen. Aber ich will halt auch nicht jetzt direkt so im Herbst-Outfit, Winter-Outfit gehen. Deswegen habe ich mir jetzt ein Kleid angezogen mit Sneakers anstelle von Sandalen und eine Lederjacke drauf. Ich glaube, das wird warm genug sein. Und
ja, so ist es trotzdem ein bisschen luftig. Und falls dann, also es scheint halt die Sonne, aber es ist super kalt. Deswegen, ja, kann ich dann vielleicht auch mittags ein bisschen in der Sonne sitzen und arbeiten. Und ja, ich mache mich jetzt auf den Weg. Hallo, hallo. Ich komme gerade nach Hause von der Arbeit und war gerade kurz einkaufen. Ein bisschen was fürs Wochenende schon. Und heute Abend kommt eine Freundin vorbei. Beziehungsweise wir gehen jetzt gleich was trinken hier um die Ecke. Weil wir hoffen, dass wir noch ein bisschen Sonne erhaschen. Es ist echt super schlechtes Wetter. Also es ist total wechselhaft. Und ja, dann trinken wir vielleicht ein bisschen was. Aber ansonsten haben wir geplant, Tagliatelle zu essen mit Pilzen. Deswegen habe ich jetzt ganz viele verschiedene Pilze gekauft. Im Büro habe ich heute wieder so eine Kombination gegessen aus Melone und Schinken, was ich ja sehr, sehr gerne esse. Vielleicht erinnert ihr euch noch an meine Food Diaries von vor 3 Jahren, also ganz am Anfang, als ich die Food Diaries angefangen habe. Da hatte ich, glaube ich, meine Hochzeit, was Melone mit Schinken angeht. Da habe ich das täglich gegessen, den ganzen Sommer über quasi. Und ja, jetzt habe ich das wieder entdeckt und dann habe ich mir so eine Salatmischung geholt und noch eine Avocado. Und ja, jetzt bin ich zu Hause, werde ich jetzt gleich kochen. Und morgen ist mein letzter Arbeitstag. So, wir haben gerade sehr, sehr leckere Pilzpasta gegessen und noch ein paar italienische Biscotti als Nachtisch. Und ja, jetzt verabschiede ich mich ins Bett und dann sehen wir uns morgen früh wieder. Guten Morgen, Freitagmorgen, mein letzter Arbeitstag steht vor der Tür und es regnet. Ja, gestern Abend ist spontan noch ein Freund zum Besuch gekommen. Und zwar hatten wir eine Freundin da zum Essen und sind mit der vorher was trinken gegangen und ja, hatten einen richtig schönen Abend, haben Pilzpasta gegessen. Und dann haben wir nämlich gesehen, dass unser Freund in Kopenhagen war, spontan. Und wir hatten ihn schon sehr, sehr lange nicht gesehen. Seit, ich glaube, das letzte Mal im November letzten Jahres. Und ja, deswegen ist er dann noch auf ein Glas Wein vorbeigekommen. Und ja, es war ein sehr, sehr schöner Abend insgesamt. Und jetzt mache ich mich auch zur Arbeit. Ich habe so großen Hunger, aber wir haben Frühstück auf der Arbeit. Ich hoffe es zumindest, dass wir heute Frühstück haben. Also normalerweise haben wir immer Frühstück Freitag. Ja. Und dann werde ich mal am Mittag einfach irgendwas holen. Vielleicht zur Feier des Tages nochmal eine Falafel-Pizza. Ich habe die letzten Tage die ganze Zeit darüber nachgedacht, ob ich mir nicht noch eine holen soll. Ich glaube, ich hatte schon eine diese Woche. Ja, aber es ist einfach so lecker. Vielleicht gönne ich mir das heute nochmal. Und ja, dann machen wir wieder auf den Weg zur Arbeit. Und dann sehen wir uns heute Nachmittag wieder. So, ich habe es mir jetzt im Garten bzw. in unserem Hinterhof hier gemütlich gemacht mit einem Glas Rosé. Mein Urlaub hat begonnen, mein offizieller Urlaub. Jetzt werde ich nämlich noch ein paar Videos fertig machen. Und zwar habe ich eins, was ich morgen hochladen werde und dann habe ich noch eins, was ich dann aber erst nächste Woche hochlade. Einfach damit ihr so ein bisschen was an Videos habt, wenn ich im Urlaub bin. Und ja, dann sind glaube ich, ja, ich glaube es sind 2 Wochen Pause mehr oder weniger. Also wenn ihr das hier jetzt seht, bin ich glaube ich noch weg, aber ich weiß es auch nicht genau, wann ich es hochlade. Also schauen wir mal. Aber ich glaube, es ist mal ganz gut, einfach so eine kleine Pause einfach zu machen insgesamt. Weil ich jetzt glaube ich, das letzte Mal, dass ich so wirklich 3 Wochen am Stück frei hatte, das war 2016. Da war ich in Bali. Ich glaube, seitdem hatte ich nicht mehr am Stück so lange frei. Deswegen würde ich das einfach genießen mit Lesen, Filme gucken, aber auch nicht so viel irgendwie an am Handy hängen. Das ist so mit mein größtes Ziel. Und wir wissen auch noch nicht genau, wo es hingeht. Das steht alles noch ein bisschen in den Sternen. Also vielleicht werde ich ein bisschen was auf Instagram posten. Da könnt ihr mir gerne folgen. Ansonsten ist es alles eine, ja, sehr ungewiss. Vielleicht kriege ich auch plötzlich Lust, was zu filmen und dann filme ich was. Schauen wir einfach mal. Weil im letzten Jahr ist viel passiert. Ich bin nach Kopenhagen gezogen. Ich hatte jetzt meinen zweiten neuen Job und ja, es sind einfach viele Sachen, wenn man sich so quasi in einer neuen Stadt einlebt. Wahrscheinlich kennen das viele von euch. Und ja, jetzt ist alles so gesettelt quasi und 3 Wochen Urlaub tun, glaube ich, ganz gut, um einfach mal so runterzufahren und danach habe ich wieder neue Energie für alles, was so ansteht. Und ja, dann danke fürs Zuschauen für dieses Video. Schaut gerne bei Kuchen vorbei, spart euch 5% mit meinem Rabattcode BarbarasLife. Und ja, der läuft einfach dauerhaft weiter. Also wenn ihr mir irgendwas braucht von Koro, schaut da gerne vorbei.
Und ja, dann sehen wir uns in alter Frische mit neuer Energie ganz bald wieder. Bis ganz bald.